Er isst jeden Tag Fleisch, trinkt Alkohol und arbeitet als Schichtarbeiter. Das entspricht alles nicht meiner Vorstellung von Gesundheit oder von einem schönen Leben. Trotzdem ist er in den letzten Wochen zu einer großen Inspiration für mich geworden. Und ich möchte dir heute sagen, warum, und vielleicht kannst du dir auch etwas für dein Leben mitnehmen. Schön, dass du da bist. Lebe jeden Moment so, als wäre es dein letzter. Das ist schön gesagt, aber da man eben annimmt, dass es nicht der letzte Moment ist, kommen automatisch Gedanken an die Zukunft und man versucht einen Kompromiss zwischen Absicherung in der Zukunft und Genuss des Momentes zu schaffen. Das fällt bei jedem anders aus. Ich bin ein Mensch, der durchaus mehr für das Sein im Moment zu haben ist, als für die Zukunft und die Planung. Außer ich bin krank oder denke an Krankheit. Dann übernimmt der Verstand und malt sich Szenarien aus und entwirft gesundheitliche Probleme, die noch gar nicht da sind. Und man horcht in sich rein. Hypochondrie. Kennst du das? Zur Ablenkung für meinen Verstand habe ich mir in den letzten Wochen wieder mal ein paar Videos von anderen Menschen angeschaut. Und aus der Ablenkung wurde oft auch eine Inspiration. Das ist das, was ich mir auch für jedes meiner Videos wünsche. Und da gibt es einen Menschen, den Rainer. Der macht mit seiner Familie oder alleine Radtouren. Die Art und Weise, wie er filmt, was er filmt und wie er spricht, das ist erstmal pure Entspannung für mich. Und dann kam dieses eine Video. Ich verlinke dir das natürlich unten selbstverständlich. Er spricht davon, dass er eine Krankheit im Auge hat, dass er deswegen sich alle 2-3 Monate ins Auge spritzen lassen muss und dass da nun eine Vene getroffen wurde und ja nun wohl Blut in den Kopf fließt. Die Art und Weise, wie er davon spricht, hat meinen Mund offen stehen gelassen und mir so deutlich gezeigt, wie das Annehmen des Jetzt in einer Krankheit funktioniert. Nach dem Video habe ich mir sofort das Video hier vom Rainer ausgedrückt und hier oben an die Wand geklebt. Und tatsächlich, seit diesem Video gehe ich viel entspannter mit der Krankheit um. Weil ich habe hier den Rainer, den ich angucken kann. Die Hypochondrie, zumindest eine Form davon, ist für mich gemildert. Wenn ich blöde Gedanken rund um die Krankheit und mögliche Auswirkungen habe, also mir Dinge ausmalen, die noch gar nicht da sind, dann frage ich mich, was würde denn der Rainer jetzt sagen? Das ist ein anderer Mensch, der mich nicht einmal kennt. Und der sorgt dafür, dass eine große Linderung meiner Gesundheitsängste in meinem Leben sich eingestellt hat. Und das nicht, weil er ein Video gemacht hat zu, wie gehe ich mit meiner Krankheit um, sondern indem er sich einfach dabei gefilmt hat, wie er mit der Krankheit umgeht. Wichtig. Weiter. Er sagt, es wurde eine Vene getroffen beim Spritzen in das Auge. Das war's. Kein Wort darüber, dass der Arzt, der die Vene getroffen hat, einen Fehler gemacht hat. Nein, die Vene wurde getroffen. Kein Opferdenken oder kein Grübeln, ob er hätte zu einem anderen Arzt gehen sollen oder ein Sauersein darüber, dass der Arzt die Vene getroffen hat. Nein, die Vene wurde getroffen und jetzt geht es eben weiter. Völlige Akzeptanz in der Krankheit. Absolute Bewunderung und eine große Inspiration. Bleiben wir aber noch mal ein Stück bei der Hypochondrie. Und vor allem, ich frage mich, warum mache ich mir eigentlich so viele Gedanken um die Gesundheit? Die Gesundheitsangst, also die Hypochondrie, tritt bei mir tatsächlich vor allem nur dann auf, wenn ich krank bin oder Beschwerden habe. Da gibt es aber andere Fälle, die tagtäglich darunter leiden und immer wieder in sich reinhorchen, auch wenn man gesund ist. Und man hat herausgefunden, das ist auch für mich interessant, dass ganz häufig in der Kindheit eine Konfrontation mit dem Tod oder einer schweren Krankheit damit zusammenhängt. Meine Cousine ist mit 14 an Leukämie gestorben und ich habe meinen Papa nach einem Herzinfarkt auf dem Boden gefunden und bin dann zu meiner Oma gerannt. Das waren zwei Erlebnisse, die mich durchaus, was die Gesundheit angeht, geprägt haben. Aber jeder Hypochonder, egal ob chronisch oder eben nur in bestimmten Situationen oder welcher Form auch immer, der hat in seiner Kindheit meist eine
Prägung erfahren, was das Thema angeht. Und er kann sich auch umprägen und sich durch Inspiration von Menschen wie Rainer davon befreien. Es ist Arbeit, jede Persönlichkeitsveränderung. Und ich habe das Bild von Rainer bestimmt in der letzten Woche 10 bis 20 Mal angeschaut und mich intensiv jedes Mal reingefühlt. Aber es wird besser. Es geht immer schneller. Und dahinter steht wieder die Funktionalität der neuronalen Netze. Du verknüpfst ein Gefühl oder einen Aha-Moment, den ich bei dem Video zum Beispiel hatte, mit einem Anker, dem Bild. Und dann siehst du das Bild und der Aha-Moment kommt dann wieder zurück. Das muss natürlich trainiert werden. Du musst dich wieder reinfallen lassen in die Situation. Aber irgendwann reicht ein kurzer Blick auf das Bild und du bist so, wie du sein willst. Egal in welcher Angst du leidest, es gibt Menschen, die können damit besser umgehen. Und wenn du diese findest und dich inspirieren lässt, dann schaffst du diese Ängste, deine Ängste, Stück für Stück, mit Beharrlichkeit und Disziplin, ja, du schaffst diese aus deinem Leben zu verbannen. Man sagt oft, es ist einfach an seinen Stärken zu arbeiten und oft auch erfolgreicher. Man sollte seine Schwächen einfach akzeptieren. Das ist teilweise richtig. Denn wenn die Schwächen das Leben belasten, wie eben auch eine verstärkte Gesundheitsangst, dann sollte man tatsächlich auch daran arbeiten. Denn die Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Ich habe mein schwächstes Glied in den letzten Wochen vor Augen geführt bekommen. Das erklärt auch, warum ich mich generell so intensiv mit der Gesundheit auseinandersetze, weil das ein Thema ist, wo ich Ängste habe. Aber ich habe entschieden, ich werde das weitermachen, das habe ich dir ja gesagt, die Videos. Denn das Wissen ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, wie man damit umgeht, die Psyche. Denn viele meiner Inhalte haben bereits Menschen geholfen, die nicht die Zeit hatten zu recherchieren oder die Kapazität und ja, und welche diese Informationen mit einer gesunden Psyche aufnehmen konnten. Und das ist unglaublich viel wert. Ich werde daher die Gesundheitsthemen nicht meiden, sondern ich werde bewusst an meiner Psyche arbeiten. Und da ich immer noch Schmerzen habe, das dankbar annehmen. Denn ich kenne mich. Wenn ich komplett beschwerdefrei bin, dann fällt es mir wieder schwerer, mich darauf zu konzentrieren. Und ich schiebe das vielleicht so ein bisschen weg. Und ich bin vielleicht wieder so ein Stück weit zu sehr im Genuss des Lebens. Aber der Rainer hier in meiner Küche, der wird mich immer wieder daran erinnern. Hast du einen Menschen, der dich mit einem ganz speziellen Verhalten inspiriert, auch wenn er vielleicht in anderen Dingen komplett gegen deine Überzeugungen handelt? Dann poste das doch unten mal ja, in die Kommentare, vielleicht auch mit deinem YouTube-Kanal oder ein spezielles Video und schreib dazu, was genau dieser Mensch für dich an Inspiration bringt. Oder leidest du auch an irgendeiner Form von Hypochondrie, Gesundheitsangst? Schreib das unten rein, lass uns austauschen. Wenn du dich noch tiefer in dieses Thema Hypochondrie reinlesen willst, dann poste ich dir unten auch noch das absolut umfassende Standardwerk in Deutschland, auch in der Ausbildung zum Thema Hypochondrie, das unten in der Infobox. Ansonsten wünsche ich dir alles Liebe, willkommen im Leben, willkommen zurück auf diesem Kanal. Dein Samu.